Und wir haben wieder. Meine Kleinen warten auf mich. Und was? Wir haben erneut leichte Wunden heilen gelernt. Ich mehr Bier. Was ich gleich schon mal auf mich anwenden werde. So. Was immer ihr braucht. Wir haben insgesamt 6 so Träume, das nehme ich schon mal vorweg. Und lernen jeweils zweimal dieselbe Sache. Also erst zweimal leichte Wunden heilen. Dann war es, glaube ich, zweimal Gift verlangsamen und dann zweimal was anderes. Also als gute Zauber. Als böse Zauber weiß ich es gar nicht, weil ich noch nie so oft böse gespielt habe. Gar nicht eigentlich. So, jetzt wollen wir aber Sachen identifizieren. Erst einmal diesen Ring. Infravisionsring. Wertlos kann verkauft werden. Diese Schuhe. Stiefel der Bodenhaftung. Stiefel der Bodenhaftung Talos. Geschenk. Vor unzähligen Jahren wurde die Festung der Sternspitzenhalbinsel der Zerstörungswut von Talos ausgesetzt und als ein Sturmbote von hohem Ansehen dort ermordet wurde, Talos kündigte die Zerstörung der Stadt durch Erdbeben, ihre Isolierung durch Flutwellen und den Tod ihrer Bewohner durch Stürme an. Ein paar dieser Stiefel wurden ausgehändigt, da nicht nur ein einziger Mann überleben würde, um die Geschichte dieses Grauens weiterzuerzählen. Später fanden Reisende, die in der zerstörten Stadt ihr Glück suchten, einen alten Mann, der wegen der Zerstörung, die ihn umgab, den Verstand verloren hatte. Durch seine Stiefel gelangte die Geschichte von einer Stadt, die dem Zorn eines Gottes zum Opfer gefallen war, in viele weit entfernte Länder. Widerstandsfähigkeit gegen Elektrizität. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt nämlich einen Zauber, den Blitzzauber. Der schleudert der Gegner einen Blitz. Der fliegt durch uns hindurch, prallt gegen die Wand und kommt dann vielleicht zurück. Oder spielt Ping-Pong. So. Die anderen Sachen kennen wir alle noch nicht. Höchstens vielleicht Imoen weiß jetzt mittlerweile etwas über bestimmte Sachen. Geben wir ihr mal bestimmte Sachen. Die Pfeile kennt sie auch nicht. Kennt sie die Schwerter? Nein. Okay. Dann identifizieren wir mal den Rest nach dem nächsten Nickerchen. Ja, gut. Hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Einmal mieten. Ausruhen. Ich bin ganz Ohr. Was wollt nichts leichter als das? So. Schwert. Kurzschwert plus 1. Das ist praktisch für Imoen. Da kann sie ihren Dolch mal abgeben. Der nicht so toll ist. Und der Ring hier ist ein Schutzring plus 1. Den lege ich wieder an. Schutzring plus 1. Panzerring. Dieser und einige ähnliche geartete Ringe wurden ursprünglich hergestellt, um die Söhne von König Caster dem West zu schützen. Aber es ist nicht bekannt, wer den Zauber über diese Ringe aussprach. Geschichtliche Aufzeichnungen besagen, dass die Ringe mindestens 13 Generationen im Besitz dieser Familie blieben, obwohl sie alle schließlich im Verlauf von nur einer Generation verloren gingen. Der Grund hierfür war möglicherweise die Feindschaft zwischen dem König und der Familie des Erschaffers. Ah ja. Rüstungsklasse plus 1, Rettungswurf plus 1. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Angriffspanzer hat sowas nicht. Also kein Rettungswurf plus 1, was schade ist. Gut, nächste Rast, dann identifizieren wir die Stiefel und den Helm. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. So. Was sind das für Stiefel? Stiefel der Vermeidung. Plus 5 gegen Geschosswaffen. Stiefel der Vermeidung, Sinne der Katze. Der Zauber dieser Stiefel war speziell dafür bestimmt, anfliegende Geschosse zu kennen und ihrem Träger dabei zu helfen, diesen auszuweichen. Sie waren ursprünglich von dem Lehrer einer Schule für Bogenschützen in Auftrag gegeben worden, der keine Unfälle durch unerfahrene Schüler mehr erleben wollte. Ja, das trägt mal dünner hier. Da sie nicht in den Nahkampf kommen sollte und lieber nicht getroffen werden sollte von Fernkämpfern. So.
Und das ist ein Visionshelm, Auge der Wahrheit. Als eine Art Totengräber ließ Babette Malmström diesen Helm als Hilfe für ihre Ausflüge in die Kerker und Verliese bauen. Später führte sie ihren angesammelten Reichtum ausschließlich auf die Kraft des Helms zurück, obwohl ihr scharfer Blick wohl auch von Nutzen gewesen sein dürfte. Also ja, ein Infravisionshelm. Da sparen wir uns schon mal den Ring. Den können wir verkaufen. Jetzt haben wir noch die Feuerpfeile und ein Kurzschwert. Das können wir da eigentlich mal liegen lassen und bei Gelegenheit identifizieren. So. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Deswegen rasten wir noch einmal. Und wir haben heute Tag 15. Was? Nichts. Wir sind also schon 2 Wochen unterwegs. So. Beinahe unter meiner Würde. Während wir jetzt so lange gerastet haben, haben wir neue Pläne gemacht. Und zwar den Plan, die Gebiete, die wir hier südlich, also um Nashkil herum, noch offen haben, wo wir schon mal waren und wo wir noch hin können, zu erkunden. Dann werden wir diese beiden Gebiete hier erkunden und uns dann auf den Weg nach Berigost machen. Das sind ja nicht viele Gebiete hier in dem Bereich. Den Turm meiden wir, das hat Osimo ihn schon mal davor gewarnt. Die Brücke sollten wir auch meiden. Aber die drei Gebiete hier können wir uns ansehen. Die beiden haben wir uns noch nicht fertig angesehen. Das ist der Wolkengipfel. Dort sollte es auch Winterwölfe geben. Und diese beiden Gebiete hier. Hier sind wir ja aus der Mine rausgekommen. Also haben wir ein paar Gebiete zu erkunden. Wir sollten nämlich darauf vorbereitet sein. Im Augenblick rechnen die Räuber noch nicht mit uns. Weil wir haben ja nur Malahi in der Mine getötet. Wir haben zwar schon Nachricht in Nashkil abgegeben. Okay. Wir wurden bereits von einem Meuchelmörder wieder empfangen. Scheinbar wissen sie also schon längst, dass wir Malahi besiegt haben. Aber sie wissen nicht, dass wir den Meuchelmörder besiegt haben. Sie könnten also noch nicht mit uns rechnen, also ist vielleicht Tranzig, unser nächstes Ziel in Berigost, noch nicht gewarnt. Und bevor wir jetzt die Räuber zu sehr auf uns ziehen, sind wir immer noch zu schlecht ausgerüstet. Wir haben immer noch Waffen, die vielleicht brechen könnten. Sollten wir uns in diesen Gegenden, in denen wir schon waren, erstmal umsehen, damit wir den Süden abschließen können und dann weiter nach Norden reisen können. Also nach Berigost und die umliegenden Gebiete uns anschauen können. Aber bevor wir Nashkil verlassen, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, haben wir immer noch diesen Ring hier. Ich hoffe mal, dass die Leute jetzt für uns die Türen aufmachen. Wenn nicht, müssen wir uns anschicken, bei ihnen einfach mal reinzuschauen. Also dann knackt irgendwo in die Türe und wir schauen rein, ob wir jemanden finden können dort. Das ist ja ein komischer Kurs. Und wir wollen bitte wieder deinen Bogen. Ja, nichts leichter als das. Vielleicht reicht das schon, um unseren Ruf zu verbessern, indem wir den Ring abgeben. Dann könnten wir schon mal das Schild bekommen. Um die Dummen. So, hier müssen wir mal gucken. Ist jetzt offen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Wir klopfen mal freundlich. Nein, ist nicht offen. Was wollt ihr? Imol, denn ich verschwinde jetzt. Mach mal bitte auf. Ich weiß nicht, warum hier in der Stadt alle Türen verschlossen sind. Das am helllichten Tag. Das sieht schon mal aus wie eine Frau mit einem... Hallo, Leute. Mit einer anderen schlafenden Frau. Hallo. Hallo, könntet ihr bitte leise sein? Meine Mutter schläft und möchte nicht, dass sie aufwacht. Was wollt ihr? Wisst ihr etwas über die Minen? Alles, was wir über die Minen wissen, alles, was ich über die Minen weiß, ist, dass in ihrer höllischen Tiefe ständig Männer verschwinden. Mein Mann arbeitet in der Mine, aber er ist schon seit Wochen nicht mehr nach Hause gekommen. Oh, das könnte sie sein. Vielleicht könnten wir euch helfen. Wir wollen die Minen erforschen. Beschreibt uns euren Mann, vielleicht sehen wir ihn ja. Er hat schwarze Haare, blaue Augen. Ach Gott, mit dieser Beschreibung könnt ihr ihn ja nie finden.
Er heißt Joseph und trägt seinen Hochzeitsring an der linken Hand. Es ist ein Grünsteinring. Oh. Wir versprachen einer jungen Frau, dass wir versuchen würden, ihren Mann wiederzufinden, der in den Minen von Naschke verschwunden ist. Er heißt Joseph und trägt einen Ring mit einem grünen Stein. Ja, diesen Ort zu finden, wo der Ring hingehört, das habe ich beim ersten Mal schon nicht geblickt. Habe ich beim ersten Mal nicht wirklich geblickt und bin dann mit dem Ring eine ganze Weile rumgerannt, bis ich auf die Idee gekommen bin, nochmal nach Naschke zu gehen und die Häuser nochmal abzuklappern. Ich wusste gar nicht mehr, waren sie dann auf einmal offen? Nee, ich glaube, ich musste es auch aufsperren. Hallo, Leute! Ihr seid zurück. Was ist passiert? Habt ihr Joseph gefunden? Wir haben diesen Grünsteinring an seinem Finger gefunden. Tut mir leid, meine Dame, aber ich glaube, er ist tot. Er ist tot? Er ist tot? Mein Joseph ist tot. Seid euch unseres Mitgefühls gewiss. Hier nehmt diesen Ring zur Erinnerung an ihn. Danke. Danke für die Nachricht. 800 Erfahrung. Ja, gut. Kein Hochpunkt, aber wenigstens 800 Erfahrung. Kameradschaft, Abenteuer und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Das heißt, Dynaya hat bei dir Level ab, sehr schön. Und Imoen braucht 5000 fürs nächste Level. Also, so wie ich das sehe, erst ich, dann Khalid, dann Minsk, oder? Ja. Jahira könnte vielleicht auch noch dazwischen kommen. Bei Jahira ist es so eine Sache, die braucht noch 2000 Erfahrungspunkte. Ja. Ja. Jahira kommt auf jeden Fall vor Imoen dran. Nichts leichter als das. So, das heißt, wir haben den Ring abgegeben. Den sind wir auch schon mal los. Schriftrollen. Also diese Schriftrolle und die Tränke, die wir nicht mehr brauchen, und die Pantalons und sowas, das geben wir jetzt mal alles Khalid. Der darf jetzt solche Sachen mit sich rumschleppen, bis wir sie entweder loswerden können oder einen Ort haben, wo wir sie bunkern könnten. Weil einfach wegschmeißen möchte ich solche Sachen auch wieder nicht. Auf der anderen Seite nehmen sie Inventarplatz weg. So. Ich denke mal, wir erkunden erst die Wolkengipfel hier. Ah, hier sitzt nur 4 Stunden hin. Hierhin sind es 28 Stunden. Dann erkunden wir erstmal das Gebiet hier. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Oh, ich bin. Hallo, Gnolle. Ein Eisbär? Ein Gebirgsbär. Und der Gebirgsbär ist aggro. Minsk? Oh, das könnte jetzt garstig werden. Was wollt ihr? Ihr braucht, ich tue mein Bestes. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ihr da, Khalid, kümmert dich um den Doll. Du heil dich mal selber. Minsk, Kalisa, auf den Elfer-Kalib mit dem Gnoll. So, sehr schön. Ich wollte zwar nicht unbedingt den Gebirgsbär jetzt töten, aber leider hat er mir keine andere Wahl gelassen. Gab wahrscheinlich aber wenigstens 900 Erfahrungspunkte. Wow. Was wollt ihr? Gut. Also nicht schlecht, dem über dem, so einem über den Weg zu laufen. Ja, das hat uns gut gerne mal 150 Erfahrungspunkte pro Person eingebracht. So, es ist dunkel und wir beinahe unter meiner Würde können uns hier jetzt umgucken. Am Wolkengipfel, ob wir vielleicht ein paar Winterwölfe finden. Wäre auf eure Taten stolz. Um unsere Kohle noch mehr aufzubessern.